Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. kam jetzt schon wieder mehrere Tage kein Animal Crossing, weil ich mich lieber auf die Schule konzentriert habe, beziehungsweise ich war da sehr, sehr faul und musste einige Sachen nacharbeiten. Aber heute machen wir mal wieder was und gucken uns erstmal die ganze neue... Oh mein Gott. ganze Sachen an, die ihr mir geschrieben habt. Guck mal, die Jorna hat mir auch was geschickt. Danke, dass du mir meine Rüben kaufst. 140k oder das Item zurück. Gerne mit Handkuss. Oh Gott. Okay, da bin ich jetzt aber schon gespannt. Was hat mir denn der Christa geschickt? Eine Gastroküche. Nicht dein Ernst. Passt das hier irgendwo hin? Ich glaube, die ist richtig groß, oder? Eine Gastroküche, Leute. okay, das ist nämlich auch noch so eine Sache. Ich finde mein Haus von drinnen richtig hässlich. Außer... drei Räume sind okay, aber ich glaube, ich habe fünf. Warte mal. Hinten, links, rechts, in der Mitte, oben, unten. Nee, ich habe sogar sechs Räume. Und davon finde ich nur die Hälfte gut. Also da müssen wir auch nochmal irgendwann was machen. So, Magazine vom Tidus. Und so wie ich den Tidus kenne, werden das irgendwelche Hentais sein. Und ein Papierschörbchen anscheinend auch von ihm. Wenn das von ihm ist. Eine Nähmaschine. Hä, was schickt ihr mir für komische Sachen? Gelb-Duftblütensetzling. Das war garantiert wieder eine Aufgabe. Sonnenstuhl, what the hell? Ganz schön viel Müll im Briefkasten. So, hab ich Synthie-Pop jetzt schon. Nee, guck, Synthie-Pop habe ich noch nicht. Dann danke, Niki. Synthie-Pop. Geil. Das passt. Okay, nehme ich. Aber ja, von drinnen ist das Haus halt richtig hässlich, oder? Das ist alles hier so voll gemüllt und so. Ich zeige euch, welche Räume ich mag. Oh, ich mag doch vier, oder? Also ich mag auf jeden Fall das Zimmer hier rechts, auch wenn das auch ganz schön zugemüllt ist. Aber das ist irgendwie schön. Also die Musik passt und hier ist alles so schön zum Runterkommen. I like this really much. Das ist ein sehr schönes Zimmer. Ist vielleicht sogar mein Lieblingszimmer von allen. Dann mag ich natürlich noch meinen KK-Schrein. Also damit kann ich auch sehr, sehr gut leben. Ich glaube, ich habe sogar noch was ich hier ranpacken kann, ne? Genau. KK-Klagelied. Ja, also dieses Zimmer gefällt mir auch sehr, sehr gut. Vielleicht dieser Rechner hier nicht so ganz. Der ist ein bisschen sehr merkwürdig. Aber ich weiß, dass ich wohin soll. Die Musik ist sowieso einfach nur göttlich. Ich glaube, das war KK-Filmmusik, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und das Zimmer unten und oben mag ich eigentlich auch. Okay, also eigentlich nur dieses Hauptzimmer hier finde ich richtig doof. Den Koffer können wir übrigens mal mitnehmen. Vor allem, weil ich einfach zwei Betten habe, die auf beiden Seiten sind und so. Und hier ist einfach alles komisch hingelegt. Alles einfach nur an die Seite. Keine Struktur, das müssen wir irgendwann noch verändern. Und links ist halt dieses, das ist wirklich das hässliche Zimmer von allen. Weil das einfach immer noch vom Oster-Event ist. Ich habe ja eigentlich angekündigt, das nach dem Oster-Event alles abzureißen. Habe ich nie gemacht. Ich hasse dieses Zimmer. Ich möchte es am liebsten verbrennen. Aber da das alles ein bisschen länger dauern wird, werden wir heute erst nochmal was anderes machen. Und zwar haben das wahrscheinlich schon einige von euch gesehen auf Twitter oder Reddit oder dem Gaming-News-Portal eurer Wahl, dass es diese Forced-Perspective-Bewegung gibt, nenne ich das jetzt mal, wo man richtig coole Sachen vor allem mit diesem Leuchtturm machen kann. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge hier alles wieder aufgebaut. Ist ein bisschen komisch, dass ich das jetzt wieder alles abreiße. Aber dieses Forced-Perspective-Kram ist einfach viel, viel geiler. Und zwar gehen wir dafür zu unserem Campingplatz und hinter dem Campingplatz ist nämlich hier noch so ein Steinflur, möchte ich es mal nennen. Und hier kann man halt, wenn man von oben guckt, das so aussehen lassen, als wenn das hier hinten so ganz, ganz klein ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Meine Platte hier ist jetzt ein bisschen klein, muss ich sagen, aber damit kann man bestimmt trotzdem irgendwas machen. Mal gucken. Ach, guck mal, ich habe sogar noch eine zweite Platte da links. That's funny. Na gut, dann packen wir erstmal den Leuchtturm hier hin. Das geht ja auf jeden Fall. Den sollte ich vielleicht auch irgendwann nochmal umdesignen. Meint ihr, die sieht anders besser aus? Ja, wir designen den einmal kurz um. Können wir das gleich damit verbinden, einmal in Nuxladen reinzugucken für heute? Was? Ein Nostalgie-Dino-Wandschirm? Das könnte in diesen Force Perspective tatsächlich auch gar nicht mal so kacke aussehen. 3600? Ja, nehme ich locker easy mit. So, und dann brauchen wir noch ein paar von den Umdesign-Gestaltungssets. Ich glaube, 10 sollten erstmal lang. Hä, man kann den Leuchtturm gar nicht umdesignen? Hä, warum das denn nicht? Ich dachte, das geht. Das ist ja ziemlich belastend. Na gut, back to business. Da kommt der Leuchtturm hier einfach hin. Und jetzt müssen wir ein bisschen designen. Also ich habe mir hier auch ein paar Designs geholt aus dem Internet. Zum Beispiel so eine Mini-Road, die man hier einfach auf den Boden platzieren könnte. 6,5 Stunden später. Okay, ich habe jetzt ein bisschen hin und her geduddelt und es sieht jetzt, Leute, so aus. Man geht jetzt in den Campfire und dann kann man hier durch das Fernglas gucken. Dann sieht man, wie ein kleines Auto von einem Dinosaurier verfolgt wird, der gerade nach Hause will. Ja, irgendwie so. Ist jetzt auf jeden Fall erstmal die Force Perspective hier. Finde ich es hübscher als vorher. Meine Platte hier war aber ein bisschen doof, beziehungsweise sehr, sehr klein. Deswegen konnte ich damit nicht so viel machen. Und ich musste jetzt die ganzen Instrumente wegnehmen.
Jetzt ist es hier ein bisschen leer, aber ich bin erstmal zufrieden damit. Und was macht diese pinke Rose hier oder Chrysantheme? Das geht so nicht. Wildwuchs ist hier nicht gern gesehen. Ja, aber hier müssen wir uns dann auch nochmal irgendwann drum kümmern, dass das hier rechts nicht mehr so ganz komisch aussieht. Aber erstmal bin ich zufrieden. Und die haben übrigens noch einen neuen Mitbewohner. Der ist einfach so zu mir gekommen. Das ist der Carsten. Warte, jetzt seht ihr natürlich nicht. Vom PSI, weil ich da mal war. Ist der einfach zu mir gezogen, obwohl der schon jahrelang bei PSI draußen war. Jetzt fragt ihr euch auch bestimmt, wer ist denn weggezogen? Und für wen ist Carsten jetzt da? Die Pia ist weggezogen. Das war dieser asiatische Panda, den ich auch nicht so gerne mochte. Die hat dann irgendwann gesagt, ja, ich will wegziehen. Und dann habe ich sie auch gehen lassen. Hab dann 3 Tage gewartet, weil ich keine Lust hatte aufzunehmen. Und dann ist einfach der Carsten hergekommen. Das ist so ein Pferdeprinz. Ich finde ihn eigentlich ganz cool vom Design her und so. Also ist jetzt nicht der schlechteste. Aber ja, eigentlich wollte ich mir selber einen suchen. Und jetzt ist er halt hier. Es wird erzählt, dass du dich im Moment anscheinend für Fossilien interessierst, Hamham. Ich frage mich immer, was die wohl damals für Designerklamotten getragen haben. Ja, es ist auch so ein It-Girl mehr oder weniger, auch wenn er natürlich ein Mann ist. Und ja, der Carsten wohnt jetzt hier. Stimmt, das ist auch neu, ne? Ich habe hier noch sein Haus dann einfach mit hingepackt. Weil ich das Schöne fand. Und jetzt habe ich unten unter meinem Haus wieder mehr Platz. Es ist ja auch neuer Monat, Leute. Deswegen könnten wir eigentlich auch hier das erste Item hintun. Für den Monat Mai. Der ist ja jetzt auch schon wieder fast rum. Gefühlt zumindest. Und ich habe mir überlegt, wir packen hier den Koffer von Olli hin. Einfach so oder mit so einem Stand? Aber ja, weil ja das Mai-Feierei-Event war, passt das, glaube ich, ganz gut. Da hat man ja den Koffer bekommen. Auch wenn das natürlich eine Enttäuschung war. Ein bisschen das Event. Aber zum Mai passt das wahrscheinlich schon ganz gut. Du, Lizzie, ich habe ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt es dir auch. Ein Regenmantel. Der wird gleich erstmal eingepackt. Und dann kriegt das halt die mit Floh befallene Silke. Kling. Oh, passt sogar. Schön. Wieder eine gute Tat getan. Und die nächste folgt zugleich. Warte, Silke. Ich muss dir deine Flöhe klauen. Ja, ein Floh. Da werden wir sogar sofort wieder Meilen bekommen. Flohzirkus. Oh, gleich die letzte sogar. 10 Mal habe ich das erst gemacht, okay. Ja, ich habe richtig viele Meilen. Ich hatte mich richtig gefreut, mir wieder einen neuen Bewohner zu suchen. Und dann zieht einfach der Carsten bei mir ein. Ich wollte so auf 35 Meilen-Inseln gehen. Aber nope. Carsten dachte sich, ich ziehe jetzt auf deine Insel. Oh nee, dem Heinz geht's nicht gut. War ich schon mal bei Heinz zu Hause? Ich glaube nicht. So eine Miniatur-Train-Station hat er hier. Und was hat er denn für eine coole Uhr? Läuft bei ihm. Der hat hier einfach so einen Superhelden- Roboter-Uhr-Ding. Oh, hey, Heinz, wieso geht's dir denn nicht cool? Keine Sorge, Heinz, deine Hasenschnauzrettung naht. Oh, sorry. Oh, da hast du mich angesteckt. Aber keine Sorge, Heinz. Oh nein, Schüttelfrost, ich habe Medizin. Verdammt! Medizin heilt alle Wunden. Dafür kriegst du eine Rowdy-Schuljacke, weil genau das zeichnet Leute, die einem mit Medizin helfen, aus. Dass sie ein Rowdy sind. Medizin ist richtig raudig. Oh, jetzt haben wir schon 2 gute Taten heute gemacht. Mann, oh Mann, mein Karma-Konto fühlt sich heute aber richtig gut. Wie sieht diese Raudi-Schuljacke denn aus? Oh, gar nicht so kacke, muss ich sagen. Ich glaube, die behalte ich sogar. Aber für heute bleiben wir noch beim Kleid. Ach genau, was ich auch noch machen wollte, ist mal bei der Melinda nachfragen, wie denn jetzt eigentlich die Inselbewertung ist. Ich habe jetzt zwar lange nichts mehr gemacht an der Insel, aber einiges habe ich ja trotzdem schon getan. 4 Sterne tatsächlich. Aha. Was muss man denn für 5 Sterne machen? Früher war es ganz einfach. Da konnte man an der Reset-Rate ablesen, ob ein Ort was taugt. Okay. Wenn es heute noch gäbe, würde Dizzy Mania aber sicher kaum einer je was zurücksetzen. Ach so. Ist das eine Anspielung an den Anfang des Spiels? Dass man einmal resettet, bis man seine Lieblingsbewohner oder so hat? Das ist ja witzig. Ich höre immer wieder, dass unsere Insel mehr fürs Auge bieten könnte. Was genau das heißt? Nun ja, simpel formuliert. Dekorieren müssen wir. Und es liegen viel zu viele Sachen rum. Das ist total chaotisch, Mann. Ich weiß zwar nicht, was sie damit meint, dass hier so viel Zeug rumliegen soll. Aber ich guck mal. Was zählt denn alles als Zeug rumliegen? Zählt das schon, wenn hier so Löcher im Boden sind? Eigentlich nicht, ne? Oh nein, sag mir nicht, diese ganzen DIYs hier sind jetzt auch dafür verantwortlich, dass das als Müll gilt? Ah, da müssen die alle weg. Alle weg, alle weg, alle weg. Ich will eine 5-Sterne-Bewertung. Zählen Früchte und sowas auf dem Boden dann auch als Müll? Egal, ich nehme mal alles mit. Auch Stöcke und sowas nehme ich jetzt mal alles mit und gucke dann, ob sie dann immer noch sagt, dass hier zu viel Müll rumliegt. Das ganze Unkraut hier muss natürlich auch weg. Unkraut weg. Oh nein, ich... Scheiße. Na gut, Unkraut wieder hin. Okay, ja, hier liegen einige Äste rum, weil das aber auch immer so super nervig ist, die alle einzusammeln. Aber als ob das zählt, dann muss man die ja wirklich jeden Tag aufsammeln, um seine 5-Sterne-Bewertung zu behalten, oder was? Zählt der Stock da unten dann auch bei Dwarbob? Ich nehme ihn mal vorsichtshalber mit. So.
Ich hätte eine persönliche Frage, wie ich höre, nennen dich manche Herr Dee, darf ich auch? Klar darfst du das. Gut, Herr Dee, dann heißt du jetzt bei mir Herr Dee. Toll, guter Name. Komischer Spitzname, aber wenn ihr damit glücklich seid. Ja gut, also ich glaube, ich habe jetzt hier alles auf der Insel soweit eingesammelt. Ich war jetzt in jeder letzten Ecke. Wieso gammelt der eigentlich hier hinten rum? Charlie, was ist los mit dir? Hab alles Unkraut mitgenommen, hab alle Stöcke aufgesammelt, hab die ganzen DIYs aufgesammelt. Wenn hier jetzt noch irgendwo Müll rumliegen soll, dann weiß ich legit nicht, was die mit Müll meinen. Gott, Stunde der Wahrheit. Wir fragen Melinda nochmal, wie sie meine Insel findet, wenn sie denn aufwacht. Huch! Ja, ich bin wach. Ja. Gestern wieder zu viel Smash gespielt. Okay, also sie sagt jetzt nicht mehr, dass irgendwo Müll rumliegt. Also liegt das anscheinend wirklich an den Ästen oder nur an den DIYs, die da vorne rumlagen? Auf jeden Fall hat das was gebracht. Okay, das ist ja schon mal sehr interessant. Oh mein Gott, man kann diese DIYs nicht mal ins Lager packen. Was ist das denn für eine Scheiße? Was macht man denn dann mit denen? Klar, man könnte sie verkaufen, aber das ist doch doof. Ich behalte die halt lieber für Leute, die vielleicht noch nicht haben und schenke die denen dann. Okay, neue Idee, Leute. Wir basteln ganz viele von diesen Verkaufsständen und packen da die DIYs rein. Dann zählt das nicht mehr als Müll, oder? Wenn sie irgendwo drauf liegen? Okay, wie wär's denn, wenn wir hier statt den ganzen Gebäuden, die hier sind, wenn wir die alle abreißen und stattdessen hier so eine Ladenfläche hinpacken? Wäre das eine Idee? Pass auf, dafür müssen erstmal die Blümchen da weg und dafür müssen erstmal wieder die ganzen DIYs aus dem Inventar raus. So, Blümelchens raus. 2 und die Nummer 3 und die anderen 4 sind auch noch dran. Blümchen raus, ja das kann ich sehr gut. Und dann war mein Plan, hier erstmal den Weg ein bisschen weiterführen. Deswegen müssen auch die ganzen Häuser weg. Wenn die ein Teil weiter unten, hätte ich gar kein Problem hier, glaube ich. Aber wenn ich jetzt hinter dem Haus hier so einen Weg machen möchte, dann geht das nämlich nicht. Mann, Heinz, dein Haus ist auf dem Weg, was soll denn das? Und das stört meine Ästhetik meines eigenen Hauses da oben, das man nicht sieht. Das ist mein Berg hier. Das niedere Volk kann hier nicht meinen schönen Ausblick verderben. So, aber wir werden jetzt hier, wie gesagt, diesen Verkaufsstand hinstellen. Ich habe die auch natürlich noch schön angemalt. Oh mein Gott, sind die groß. Ah, dann passen die erstmal nur zwei hin. Zack, zack. Guck, einmal in weiß, einmal in blau. Und das ist halt so ein bisschen... Ach, guck mal, die passen sogar zusammen, wenn sie so zusammenpackt. Das ist ja witzig gemacht. Aber ja, fand ich, es sieht so ein bisschen DIY-mäßig aus. Kann man machen. Und da kommen dann jetzt einfach die DIYs rein, die ich nicht brauche. Und dann kann sie hier jeder mitnehmen. So, und am Ende sieht das dann so aus. Ist jetzt, finde ich, nicht so schlecht. Und dann kann man hier seine DIYs mitnehmen. Ach, man sieht sogar doch, was es ist. Guck mal, man muss nur dran stehen. Laubhaufen, funktionaler Gartentisch. War das schon immer so? Das ist ja interessant, muss ich sagen. Aber eine Sache fehlt natürlich noch, damit die Leute auch wissen, dass sie hier die Sachen mitnehmen können. Und zwar ein Take One for Free Schild. Zack. Und jetzt ist es offiziell. Jetzt darf hier jeder vorbeikommen und hier in diesem kleinen Bereich sich sein DIY mitnehmen, das er gerne haben möchte. Schön, oder? Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Die Sachen zählen nicht mehr als Müll, weil sie nicht mehr auf dem Boden liegen, meiner Meinung nach. Und ein bisschen mehr Leben ist in die City eingekehrt. Finde ich gar nicht so schlecht. Gut, beim nächsten Mal werden wir uns dann wirklich mal um die 5-Sterne-Insel kümmern, je nachdem, was wir da machen sollen. Guck mal, wir haben jetzt sogar Zäune und sowas. Das fand die Melinda doch richtig cool. Okay, einmal müssen wir sie nochmal fragen, ob wir jetzt die 5 Sterne haben, weil wir einen tollen Verkaufsstand dahingestellt haben. Nee, immer noch 4 Sterne. Na gut. Dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Wir haben zumindest einige Sachen wieder umdesignt. Und beim nächsten Mal dann die 5-Sterne-Insel werden wir in Angriff nehmen. Oder was auch immer so sonst noch passiert. Ja, und dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.